Hallo ihr Lieben, das ist schon mal Paterabot, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort in diesem Videoblog. Ja, heute werden ja eine Frage verlost. Das ist die Frage jetzt hier. Und ja, es geht tatsächlich um eins meiner Lieblingsthemen, Spiritualität bzw. spirituelle Menschen, glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Hallo Christian, in meinem Fall geht es um Freundschaften und ich wollte mal deine Meinung hören. Ich habe eine Freundin, zu Anfang lief es wirklich sehr gut, ich habe mich noch nie so angenommen gefühlt. Sie war verständnisvoll, sehr hilfsbereit und wir hatten schöne Unternehmungen. Sie ist sehr spirituell. Also ich sage es insofern ein bisschen, weil ich habe wirklich wenig Menschen erlebt, die so fucking im Ego waren, wie Menschen, die sagen, dass sie spirituell sind. Also nicht, dass das, ich glaube schon, dass das wichtig ist, Spiritualität bei uns im Alltag. Aber das scheint so viel Menschen anzuziehen, die einfach total im Ego sind. Das ist einfach grausam. Hat einige Ausbildungen in diesem Bereich, hat mir das Gefühl gegeben und auch gesagt, sie hätte an sich viel an sich und ihren Baustellen gearbeitet. Sie ist anderen Menschen gegenüber sehr offen, immer freundlich und überzeugt jeden Menschen durch ihre positive Art. Ja gut, das ist ja zumindest, soll ja einen Vorteil bringen, dass man spirituell ist. Das hört sich erstmal gut an. Nach einiger Zeit änderte sich etwas. Ich bemerkte mehr, dass hier was nicht passte. Ich bemerkte, dass sie mich öfters zu Dingen überredet hat, was ich eigentlich nicht wollte. Dann passierten solche Dinge wie, dass sie mich auf einer Party hat alleine stehen lassen. Ja, das ist doch richtig spirituell. Ich meine, du hast, musst halt... darfst halt keine Anhaftung haben, vermute ich mal. Du musst das dann abkönnen. Und nachher sagte sie, sie wüsste, dass ich das nicht gut kann. Ach so, okay. Weil ich ihr das mal sagte und ich müsste das ja schließlich lernen. Nein, das ist wirklich genau, was ich befürchte. Da was kommt, ich drehe durch. Ey, das ist dieser spirituelle Irrsinn. Also man benimmt sich einfach wie ein Arschloch, sorry. Und dann, das war eine Lektion, eine Lektion. Oh, das habe ich auch so oft, also das habe ich so oft erlebt. Das ist genau dieser völlige fucking Irrsinn, den ich meine. Also das lebst du echt nur mit Spirituellen. Dann noch, kriegst du es noch als Lernaufgabe oder was weiß ich, irgendwelche Leute, die, weiß nicht, missbräuchliche Beziehungen führen in ihrem Meditationscenter und dann ist es natürlich, wenn man sich darüber aufregt, dann ist man noch nicht so weit und ja. Also ich sage ja immer, wir machen alle Fehler, ne? Keiner ist hier perfekt, geht perfekt durchs Leben, nur man sollte dann auch nicht so tun, als wenn man das machen würde, ne? Fucking, das ist genau das, was ich befürchtet habe, dass sie sagt, ich drehe durch. Ey. Dann waren wir mal zusammen schwimmen. Dort war ein Mann, den sie kannte und dann sagte sie zu ihm, dass ich das lernen müsste, mich mit Männern zu unterhalten und ich würde ihm jetzt ein paar Fragen stellen. Ach Gott, was für ein fucking Irrsinn. Ey. Ich habe mich so geschämt, weil ich dort wirklich ein Problem habe. Ich hatte ihr das alles auch später gesagt, dass ich das nicht so gut fand und sie meinte, sie wollte mir helfen, um diese Blockade zu lösen. Ja, aber vielleicht will man ja gerade gar nicht. Vielleicht will man einfach nur einen fucking Freundschaftsarm haben, nicht irgendeinen. Das ist auch, wenn Leute einem ihr Coaching aufdrängen, obwohl man sich einfach privat trifft. Das ist, hasse ich auch wie die Peste. Nachdem sie dann anfing, sich vor einer Freundin noch lustig über mich zu machen, das ist doch bestimmt jetzt richtig spirituell, oder? Das ist doch jetzt, wurde mir bewusst, dass ihr was nicht stimmt. Das passt absolut nicht mehr zu dem Bild, dass sie so spirituell und voller Liebe ist. Mein Gott, ey. Ich habe mich dann erstmal zurückgezogen, weil es mir nicht gut ging und immer mehr dachte, mit mir stimmt was nicht. Ich habe mich so klein gefühlt und hatte kein Selbstbewusstsein mehr. Ja, das ist alles deine Aufgabe jetzt. Nee, also natürlich nicht. Das ist einfach asoziales Verhalten, ey. Und nur, dass da jemand einen Aufkleber spirituell drauf macht. Also ich denke mal, so echte spirituelle Menschen, die würden das auch gar nicht so raushängen. Also, weiß nicht, sie sind einfach demütiger und ich weiß nicht, oh, das riecht mich so auf, ey. Das riecht mich so auf. Nachdem sie bemerkt, dass ich mich zurückziehe, habe ich allen Mut zusammengenommen und mit ihnen gesprochen. Ja, das wird bestimmt richtig gut ausgehen jetzt. Sie betont immer wieder, sie wollte mir nie schaden, sie wollte mich unterstützen und Blockaden in mir lösen. Ja, aber sie ist nicht dein fucking Coach, sie ist deine Freundin, ey. Ich sagte ihr dann, dass ich finde, dass unsere Freundschaft nicht mehr auf Augenhöhe wäre. Gut, das gefällt mir. Sie stritt dies ab und schrieb mir, welche Stärken ich doch hätte. Ist wieder nicht auf Augenhöhe. Das ist wieder so ein, wie aus so einem Coaching, aber sie ist nicht dein Coach. Und auch nicht deine spirituelle Lehrerin. Ihr habt da mal eine Freundschaft und das steht ihr einfach nicht zu, ne?
Ich habe mich dann auch persönlich mit ihr getroffen und sie sagt immer wieder, wie leid ihr das alles tut, dass sie noch nie so eine tiefe Freundschaft hatte und wie sehr sie mich liebte. Okay, wenn es ihr wirklich leid tut, ist ja gut. Okay. Ich habe ihr dann eine zweite Chance gegeben, nachdem ich von einem spirituellen Seminar kam und sie fragte, wie es war und antwortete, dass es nicht mein Seminar. Und ich antworte, dass es nicht mein Seminar war, fing das gleich wieder an. Ja, mit den zweiten Chancen geben, ey, ich weiß auch nicht, wenn das wirklich Sinn macht. Ey. Meistens kommt ja sowas bei raus. Sie meinte, alles, was ich gebucht hätte, wäre nicht gut gewesen, da ich ja blockiert wäre. Oh, was ist das für eine Drecksaussage? Sorry, das ist einfach, das steht hier einfach überhaupt nicht zu, solche Aussagen zu treffen. Und klar, sie ist natürlich wie alle Menschen auch dein Arschengel, sag ich mal, aber nicht in dem Sinne, dass sie deine Lehrerin ist, sondern dass du das aufdeckst für dich und sagst, ey, was läuft hier eigentlich, das ist einfach fucking 3D des Grauens und hat überhaupt nichts mit spirituell zu tun und ist einfach ekelhaft, ne, das ist, glaube ich, die spirituelle Aufgabe für dich, so. Im nächsten Satz hat sie mir dann ein Angebot gemacht gegen Geld, oh Gott, das ist ja wirklich... Ich schrei gleich, das ist genau wie das immer ist, Leute. Genauso echt irgendwas einem einreden, was man gar nicht hat. Und dann, ja, freundschaftlich, kostet nur 1 Million Euro, freundschaftlich gegen Geld, helfe ich dir jetzt. Ne? Also ich finde das obermanipulativ und das ist genau, ich sage gar nicht, dass alle so sind, überhaupt nicht, wirklich gar nicht, ne? Aber das ist wirklich wie so ein Honigtopf, dieses Spirituelle. Das scheint wirklich Leute mit so einem großen Ego anzuziehen, wie das Licht die Motten, ey, ohne Scheiß, ey. Ich soll sie buchen, sie würde meine Blockaden lösen. Ja, es klappt da bestimmt beim ersten Mal nicht und dann muss man bestimmt noch ein Angebot buchen und es wird noch teurer. Und ich war echt traurig, habe gemerkt, weil ich in der Zwischenzeit auch in mir selbst gearbeitet habe, dass ich co-abhängig bin. Also, sagen wir mal so, alles hat einen Grund, auch dass du die jetzt hier getroffen hast. Ich glaube schon, dass das alles einen Grund hat und alles ist ein Lernen irgendwie so, ne? Und wie ich schon im anderen Video sagte, alles, also in unserer physischen Welt geht es wirklich immer nur um Grenzen, Grenzen, Grenzen. Mach ja sein, dass es auf einer höheren Ebene nur um Liebe geht, glaube ich auch, aber bei uns geht es um Grenzen. Es geht nicht immer nur um Grenzen, ne? Und hier fehlen halt die Grenzen, dass du sagst, sag mal, hast du eigentlich... Das ist eigentlich irre, was du hier abziehst. Aber es musste erstmal so dick aufgetragen werden, dass du es siehst und die Grenzen setzen kannst, die du vorher nicht gesetzt hattest. Ne? Dies teile ich hier mit. Das musst du ja gar nicht mitteilen, weil dann steigst du auch wieder ein auf dieses, dass du irgendwie eine Diagnose hast und, oder was heißt, ist ja keine Diagnose, aber dass irgendwas mit dir nicht stimmt und einfach, weiß ich nicht, sagen, sorry, ist einfach fucking inadäquat, du hast die zweite Chance verkackt, geh mir nicht auf den Sack und das war's zwischen uns, ne? Also ich weiß nicht, was man da sonst so sagen soll, aber ich verstehe da schon, dass eine Freundin, aber es ist einfach nicht freundschaftlich, ne? Daraufhin hat sie mich aus allen Gruppen, in denen ich mit ihr war, rausgeworfen. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt bestimmt so die reine Liebe. Ah, sorry, das ist, also ich bin froh, dass du das gewonnen hast, weil das ist wirklich aus dem Leben gegriffen, Leute, ey. Wirklich, ey. Ich habe sowas auch schon mal erlebt, also schreibt es hier runter. Mit der Begründung, ich wäre wie eine verflossene Liebe und würde sie immer an ihren Schmerz erinnern. Ich dachte, es geht um die reine Liebe und nicht um Rache und. Ich konnte mich von niemandem aus der Gruppe mehr verabschieden. Ja, das sind Wachstumsschmerzen, du bist da rausgewachsen aus dieser Freundschaft. Ich glaube, je älter man wird, umso mehr kann man da einfach drüber lachen, drüber stehen und sagen, ey, pff, sorry, ey, keiner steht über mir. Meinetwegen steht auch keiner über mir, aber ich habe die Macht und die Kontrolle über mein eigenes Leben. Und wenn jemand irgendeinen Irrsinn macht, pff, dann kann man hinkommen, dass einem das einfach am Arsch vorbeigeht. Ne? Und klar, je näher einem Menschen stehen, umso schwieriger ist das, aber sie verhält sich einfach... wie ein ganz normaler Mensch, der recht unbewusst ist. Also, was soll man dazu sagen? Ich habe schon einige Kurse von dir gemacht und hoffe, dass es, wenn ich an mir weiterarbeite, mir schneller bewusst wird, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Standards und Dealbreaker, es gilt das Gleiche für Freunde und das ist auch kein besser sein als andere. Einfach sagen, sorry, jemand, der mich runterredet, mich irgendwie manipuliert, der mir irgendwas
verkaufen will, mit schlecht redet, das ist einfach keine fucking Freundin. Und dann ist sie eben raus. Fertig. Du hast ihr eine Chance gegeben, sie hat es wieder verkackt. Das ist das, was ich lehre zumindest. Das ist ganz pragmatisch. Und alles andere können wir dann auf der anderen Seite sind, da können wir wieder alle uns alle verzeihen und in die Arme liegen und können wir alles machen. Kann auch aus der Ferne verzeihen, aber man muss sich nicht weiter so einen Dreck reinziehen. Ne? Ich habe mich von ihr distanziert und es geht mir viel besser. Wunderbar. Ich versuche mir jetzt langsam ein nice, geiles Leben aufzubauen, um von niemandem mehr abhängig zu sein. Meiner Ansicht nach ein wunderbares Ziel. Mach das bloß weiter. Auch wenn es bestimmt noch Rückschläge geben wird. Vielen Dank für deine Arbeit und diesen tollen Gewinn. Fucking coole Mail. Und mach weiter so. Bist du auf einem guten Weg, denke ich. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.